Ja, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's natürlich wieder, euer Black. Wir sind leider immer noch im Mondscheingrab und hauen Stäbe, Zombies und Füchse. Aber ich denke mal, es geht so langsam in die letzten Züge. Zumindest was die Stäbe und sowas angeht. Und die Zombies brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Aber was soll's. Magiestäbe brauchen wir noch und ein paar Königsstäbe. Und natürlich einen Haufen Füchse. Grabwürfe können wir dann nochmal annehmen. Dann, ja, was meint ihr? Würde ich sagen, gehen wir mal irgendwann mal wieder an den Turm. Muss ich natürlich was organisieren für die nächste Aufnahmesession, aber das kriegen wir schon hin. So, hopp. Und hopp. Nochmal hopp. So, mal die Stäbe haben wir voll. Ich glaube, da brauchen wir noch Augen. Königsstäbe-Augen brauchen wir auf jeden Fall noch. Bis 2 von 4? Ich dachte 2 von 3. Na gut, machen wir mal 4. Da bin ich mit, dass ich mich darum streite. Den hier brauchen wir, bleib hier. Zack. Zap. Zap. Ganz gemütlich. Ganz ritterlich hauen wir den hier weg. Und Rabbel. Also, ach stimmt, da brauchen wir 3. Ne, 50 Teile Edelsteine brauchen wir auch schon wieder. Ich dachte, das hätten wir die Quest nicht fertig. Ja, mal gucken. Da muss ich dann nochmal reingucken. Vielleicht brauchen wir dann wieder neue. Kann natürlich auch sein. Na gut, dann nehmen wir es einfach mit, wenn wir es mitnehmen können. Weil unser Inventar ist ja eh schon relativ voll, aber wir werden sehen. So, die Grabwürste kann ich jetzt eigentlich noch nicht gebrauchen. Aber bringt ja nichts, wenn die uns hinterher rennen. Muss da auch mit weg. Sicher auch rausgucken können, aber nein, die wollten nicht. Ich guck gerade, ob wir hier hinten noch wieder die Gelangweile rumstehen haben. Weil da brauchen wir ja auch noch ein paar. Nicht nur die normalen Grabwürste, sondern auch Gelangweilte. Sicher aber gerade nichts. Das wäre das auch ein Mob da hinten, aber nee. So, da war noch eine Reisetasche, ich hab dich doch gesehen. Jawohl, Reisetaschen voll, nur noch 2 Grabfüchse. Zack. Da hinten sind die Gelangweilten. Ich wusste es doch, dass ihr da seid. Zack. Und. Zack. Und. Zack. Da ist wieder eine Karte. Und. Zack. Und. Nochmal. Ah, habe ich wieder die ganze Verkiffung drauf. Ah, verflucht. Naja, aber so ist. Kriegt man halt von den gelangweilten Viechern. So, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Das sind die ganzen Bruchteile. Wir sollten die langsam mal abgeben. Zerrissenes Leder. Noch Bruchteil. Das Ding können wir weg. Ich will unbedingt die Karte sehen. Tut mir leid, ich bin halt neugierig. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein hungriger Wolf. Dieser Wolf hat immer Hunger und wegen seines ständigen Hungers hat er immer schlechte Laune. Ich glaube, den hatten wir schon. Aber auf der registrierten sind auch mehr Sterne, das heißt... Mach's gut. Behalten wir nicht. So. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob wir wirklich noch Grabfüchse brauchen. Gelangweilte Füchse habe ich davon. Lauter Karten war sind. So. Jedenfalls die Grabfüchse haben wir jetzt voll. Brauchen wir noch. Gucken wir mal vor. Na, Magiestäbe brauchen wir wirklich noch haufenweise Augen. Naja, zählt ja nichts, dann müssen wir die eben auch noch mithauen. Vielleicht nicht mehr mit den Lebensteinen. Wir müssen vielleicht irgendwann vorher nochmal zurück, aber naja, gut. Was will man machen, ne? Was will man machen? Was will man machen? Außer zu lachen. Königsstab brauchen ja auch noch 2 Augen. Zack. Zack. Mal den auch mitnehmen können. Ja, den brauchen wir auch. Schippalappa. Ein paar Tote. Es tut mir ja leid, dass ich immer so Morden durchs Grab ziehe. Aber andererseits
Zählt ja nicht. Ihr könntet ja auch Urlaub machen, ihr Untoten. Ja, wie in Jan Hegenbergs Lied, ich weiß nicht, wer es kennt. Untot auf Urlaub. Sind auch ein paar schöne, ja, lustige Textstellen dabei. Ja. Heute, warte mal, wie ist der näher? Und wir hätten ja gar nichts gegen all die anderen, hätten die uns nicht gekillt. Fand ich so lustig. Schwamm drüber, ich hab jetzt Urlaub. Endlich ein paar Tage frei. Zack, weg damit. Komm. So, hier haben wir wieder ein paar Magiestäbe. Das Ledigschweinchen kann ich auch wieder hier irgendwo rumrennen, aber naja, gut. Auch noch mit weg. Da ist übrigens der Eingang eben zum. Wir können das kommen ja machen. Na, gucken wir später. Gott, ist so viel Lila hinter uns. Syra wurde zum Erzmagier befördert. Glückwunsch. Zack. Und. Zack. Und. Da haben wir das Schwein wieder. Und ein Auge haben wir auch. Na, immerhin. Die brauchen wir nicht. Können wir mal gucken? Friedhof der Toten, so hieß der. Ach so, ja, genau. Okay. War auf jeden Fall auch ein Grab. So, und dann kommt Schweinchen. So eine Schweinerei, dass wir uns hinterherhängen. Wenn ich mit diesem Schluck auf dieser hier 15. Da hinten der Ritter, der Ritter. Kein Gezitter mit dem Ritter, den brauchen wir nämlich auch noch. Ritterlich hauen wir den Ritter um und eine Lampen wie wir. Lampen wie wir haben ja auch so lange gedauert. Das heißt, es ist egal, wie ich jetzt zuerst bekomme. Das braucht alles beides eine Weile. Wenn ich mich nicht erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere. Zack, das machen wir jetzt. Wir machen erst den Ritter. Und dann machen wir die Leuchte hier weg. Da. Na komm, na komm. Los, gleich, gleich, gleich haben wir es geschafft. Los, los, los. Fall um. Siehst du. Siehst du. Geht doch. Nein! Nein! Wir hätten ja auch eher mal weggehen können, aber nein. Komm her. Blöde Bibi. Naja, wir haben Zeit. Wir können eigentlich jetzt auch wieder, die hauen ja nicht so dolle zu morden, durch die Gegend ziehen. Nehmen halt mit, was wir mitkriegen, mitnehmen können. Zap. Siehst du, da haben wir ein Auge und immer noch vom Magiestab wieder. Brauchen wir nur noch vier. Plopp. Plopp. Königstäbe brauchen wir eigentlich noch was? Ne, Königstäbe müssen wir voll haben. Gut. Eben auch nochmal die. Ne? Jetzt haben wir sie voll. Danke für die Berichtigung. Ich guck mal immer noch hier gerade, ob Robo eventuell doch jemand reingeht, aber ich bezweifle stark jetzt um die Zeit. Bin ich zeitweise in günstigerer Zeit hier. So, den nehmen wir einzeln mit raus. Wir müssen ja nicht alles wieder mitziehen. Zack. Oh, ach so, die Level Up hat man auch, sehe ich ja. Zack. Okay. 36. Bis Level 36. 36 Level und es wird noch mehr. Es sei denn, wir fallen um, dann geht die EP leer. Ja, gut, war nicht ganz die richtige Melodie, aber muss ja auch nicht sein. Zwei Augen. Wieder der. Brauchen wir nicht. Huch, da ist er ja noch. Kannst du übersehen. Zehn Staub. Zehn Staub brauchen wir noch.
Gut, dann blauen Staub halt noch. Plopp. Hier, machen wir auch alle mit. Alle Stäbe, die da sind. Brauchen zwar nur noch die Magiestäbe, aber... Was du hast, hast du, ne? Bist du plim plim? Plim plim? Plim plim? Und wir haben, was wir haben wollen. Unsere... Meine Lebenssteine gehen sowieso langsam eh aus. Das heißt, wir werden jetzt eh mal zurückgehen. Aber vielleicht noch einen... Ja, Seelenstaub finden. Genau, wunderbar. Klappt doch heute wie am Schnürchen. Und Abmarsch. Da hinten noch Zombie-Ritter. Was ist das? Fluchabwehr. Oh, das sollen Rollen. Dann müssen wir uns tatsächlich noch ein paar Rollen machen oder kaufen. Naja, ich denke, die werden wir uns eher machen müssen. Weil solches Zeug verkauft in der Regel keiner. Langweile Füchse halt, die machen wir noch mit. Brauchen wir ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, zwei solche Mobs zu hauen, zwei solche Spawns zu hauen, müsste reichen. Wir gucken mal, ob hier hinten wieder einer rumsteht. Wenn der da steht, nehmen wir den mit und dann dort in der Ecke, wo wir das letzte Mal immer waren. Also, wo wir schon waren. Letztes Mal ist ja schon ein paar Folgen für euch her. Für mich auch mittlerweile. Aha, aha, hier ist keiner, hier ist keiner, hier ist keiner. Wir da. Da kurz. Da sind sie. Kommt mal mit. Flugabwehrrollen, wo kriege ich jetzt auf die schnelle Flugabwehrrollen her? Verdammt mich! Muss ich dann wahrscheinlich wieder in der nächsten Aufnahmesession, muss ich mir wieder aufschreiben und in der nächsten Aufnahmesession machen. Oh! Wie viele Tricke haben wir denn? Was soll das denn? Wer haut mich so dolle? Ach so, unsere Rollen sind alle, das erklärt ein bisschen was. Na gut, ich will jetzt aber auch nicht unbedingt noch welche auflegen. Zack. Wir müssen halt bei dem anderen ein bisschen vorsichtiger losgehen. Ich bin vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Ja, ja, ich weiß. Das ist sowas wie... Naja, wie... Ich kenne da keinen Vergleich. Ich weiß doch nicht mal, was vorsichtig ist. Wie soll ich das vergleichen? Versucht das jetzt aber trotzdem noch. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Tränke mit. Wenn wir sterben, na gut, wir haben eh keine Rollen drauf. Da ist das nicht so schlimm. Ich meine, klar, verlierst dann immer ein Prozent von deinen XP, aber gut, muss nicht mitleben. Aber ansonsten kommen wir ja eigentlich relativ gut voran. Da stört mich das relativ wenig. So, komm. Ich gehe hier direkt raus. Okay, jetzt kann ich nur noch per Dings heilen. Per Trank. Aber das kriegen wir auch hin. So, einmal. Ach, das sind wahrscheinlich sogar hier zwei Tränke. Na gut, dann dürfte ich gar keine Probleme haben. So, einen gelangweilt machen wir schon weg. Zack. Voll daneben getroffen. Ungeöffnete Karte, die nehmen wir dann noch mit. Weil ich weiß nicht, ob wir von denen hier schon eine haben. Mana Trank D2. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ich verbrate ja gerade ein paar. Machen wir noch eine ungeöffnete Karte. Die wir nicht mitnehmen können, weil diese blöde Zombie-Karte hier im Weg steht. Das wird im Grunde dieselbe sein wie die da drüben, aber wir können ja mal gucken, welche mehr Sterne hat. Ich war das Monster, gewinne ich Monster 5 Sterne. Freunde versammeln sich, hatten wir ja schon. Sind gleich, ne? Dann können wir so registrieren und die hier mal mitnehmen. Vielleicht haben wir noch ein bisschen mehr. Plupp. Zwischenzeit hupfen wir mal auf Pferdchen. Auch gleich. Okay, Pferdchen sollte eigentlich hupfen. Zack. So, wir haben wunderbar viele XP, sehen wir, EP, sehen wir gerade, aber das macht ja nichts. Wir müssen nur heil durchs Land kommen. Solange man sich saut. okay. Zack.
Wisst ihr was, wir können es auch einfacher machen. Wir hätten es einfach machen können, aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr dazu. Jetzt gehen wir direkt nach Hause. So. Schluss gefasst. Sind ja eh fast da. Halt, hier lang. Jawohl. Puh, wir haben wieder einiges im Mondschein-Grab geschafft. Das sieht ziemlich leer an der Sache an. Hier brauchen wir nur noch so Flugabwehrrollen. Aber die droppen nicht, die müssen wir herstellen. Oder kaufen. Das können wir aber nicht mehr in dieser Folge machen. Das machen wir, wenn überhaupt, in der nächsten. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis denne. Tschüss.